Ja, super. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich freue mich, dass ich heute vor euch stehen darf. Nochmal danke an Meisel and Friends für die Einladung. Also ich bin eigentlich auch nur stinknormaler Hobbybrauer wie ihr. Beschäftige mich einfach mit dem Thema und habe so ein bisschen optimiert für mich. Und zwar geht es heute um das Thema kürzere Brautage. Also mit dem Untertitel Optimierung und Teilung des Prozesses. Wie auch Eltern wieder, wie man als Elternteil wieder häufiger zum Brauen kommt. Also diejenigen unter euch, die irgendwie kleine Kinder haben, die kennen das mit Sicherheit. Das ist das Thema und darum geht es heute. Erstmal ganz kurz zu mir. Ich bin Tobi von malzknecht.de, bin Hobbybrauer seit 2016 und ja, habe dann auch irgendwann 2016, 17 meinen Blog malzknecht.de gestartet, auf dem ich über unser tolles Hobby natürlich blogge. Und ja, natürlich ist alles drauf: Prozesse, Zutaten, Rezepte, Ausrüstung und Co. Letztes Jahr habe ich angefangen, mehr Einsteiger-Content reinzustellen. Also es gibt dann auch eine Brauanleitung zum Beispiel oder Equipment, was man halt für den Einstieg braucht und Co. Ja, und ihr seht, und Vater, weil das ist jetzt auch dazugekommen, seit mein kleiner Sohn ist 2 Jahre alt aktuell und ich möchte viel Zeit mit ihm verbringen. Und das kennt ihr ja, das ist dann, geht dann so ein bisschen konträr zu dem Hobby. Erstmal eine Frage in die Runde. Ich habe jetzt 4 Kategorien. Wer von euch braut etwa in Kategorie A 4 bis 6 Stunden? Zwei, drei Leute, vier, okay. Kommt natürlich auf die Größe an, sicher. Mit allem. Allem Zip und Zap. Wer gehört in Kategorie B? 6 bis 8? Ja, das ist auch so der Durchschnitt, wenn man so in die Runde fragt. Wer braucht deutlich länger? Jetzt haben wir auch, okay, krass, aber höhere Ausschlagmengen, ne? Oder 20 Liter? Ja, sehr gut. So, und wer hat jetzt noch nicht aufgezeigt? Nein, Quatsch. Also unter 4 Stunden wahrscheinlich die wenigsten, oder? Ja, weil das ist einfach, man hat da so, ja, sehen wir jetzt im nächsten Slide. Also bevor wir uns das Optimieren und das Teilen uns einmal angucken, den Brauprozess als solches nochmal dargestellt. Ich sag mal, jeder, der jetzt klassisch anfängt mit Einkocher oder wie auch immer, steht natürlich 6 bis 8 Stunden in der Regel davor. Ihr habt es ja gerade nochmal bestätigt. Also man hat da einfach gewisse Prozessschritte. Irgendwie die Vorbereitungszeit dauert locker 60 Minuten, wenn man alles noch schroten muss oder aufbauen und Co. Man hat eine Aufheizphase, um dann die Maischtemperatur zu erreichen. Das Maischen als solches, ne, eine Stunde bis 2 Stunden locker. Da lässt sich auch wenig optimieren, weil es ist einfach enzymatischer Prozess und den kann man ja, den nicht wirklich reduzieren, aber kommen wir gleich nochmal drauf zu. Dann der Läuterprozess, klassischerweise Stunde, 1,5 oder 2 Stunden teilweise, kommt natürlich auf die Ausschlagmenge dann an oder wie man halt auch läutert. Ja, Läuterruhe und ihr seht es ja und ihr kennt es ja auch. Also 90 Minuten Kochen wird häufig noch angegeben. Da haben wir auch wieder eine Aufheizphase, die relativ lange dauert. Und zum Ende hin, ja, wurde gerade schon erwähnt, aufräumen und Co., absein, kühlen sind so die Themen. Und da kommt man halt auf 6 bis 8 Stunden. Und das ist eigentlich super cool, das macht auch richtig viel Bock. Also, das ist ja das Geile an unserem Hobby. Wir können uns da den ganzen Tag hinstellen und haben alle Facetten und beschäftigen uns dann mit den Rohstoffen und mit der Anlage. Und das macht halt super viel Spaß. Deswegen heißt es ja auch Brauttag, weil wir den ganzen Tag da mit uns mit beschäftigen. Aber es ist halt auch in gewissen Lebenssituationen schwierig. So, ihr seht hier ein Foto von meinem kleinen Sohn. Der bei der Malzauslese hilft er schon mit, aber und der nascht doch mal das ein oder andere Korn. Aber ja, brauen darf er natürlich noch nicht, trinken erst recht nicht. Also da muss ich noch ein bisschen raushalten auf dem Thema. Aber das Ding ist einfach, das Hobbybrauen erfordert halt einfach diesen einen langen zusammenhängenden Zeitblock. Und man steht häufig vor der Wahl, möchte ich jetzt Hobbybrauen oder möchte ich jetzt mein Bier brauen am Wochenende oder möchte ich mit was mit der Familie machen und mit meinem Sohn oder irgendwie Freunde treffen.
Da kommt halt dazu, dass das Ganze ja, sich einfach am Wochenende abspielt. Aufgrund der Länge kommt man nicht dazu, das unter der Woche zu machen. Mal eben nach der Arbeit ist schwierig. Also würde mich wundern, wenn das einer von euch regelmäßig macht. Ich schaffe es auf jeden Fall nicht und deswegen fällt es halt immer aufs Wochenende. Und ja, das ist dann halt ein Problem. Und meine Lösung, also für mich jetzt, ist das Brauen unter der Woche. Also ich habe den Prozess halt durch Teilungsschritte, also ich habe diese ganzen Bausteine auseinandergeklappt teilweise, die einzelnen Prozesse optimiert. Und ja, jetzt kann ich halt in der Woche mein Bier brauen, teilweise auch noch am Wochenende, aber dann deutlich verkürzt und habe gleichzeitig sehr, sehr viel Spaß mit meiner Familie. Das passt halt super zusammen und das wollte ich jetzt gerne mit euch teilen. Das hier rechts ist mein kleiner Brauraum. Also ihr seht ganz klassisch mit einer Handy, eine Pfanne. Dann habe ich einen isolierten Thermobehälter. Habe mir noch so einen kleinen Läutervorrichtung da gebaut mit einer kleinen Pumpe drunter. Ist aber eigentlich nicht so wichtig jetzt für dieses Thema. Dann habe ich die hinten, seht ihr an der Wand, eine Automatisierung auf Basis von BrewPie. Nutze ich eigentlich häufig nur für die Vergärung, teilweise fürs Maischen, aber das war es dann auch. Also ich liebe es eigentlich selber noch da zu stehen, zu rühren, mit den Sachen in Kontakt zu kommen. Und ich möchte, also mein Ziel ist nicht, das Ding komplett zu automatisieren, sondern es soll einfach schneller gehen und trotzdem den gleichen Spaß machen. Genau, und ihr seht auch, ich habe kein Malzrohrsystem, keine Herms oder ich mache auch kein Brew in a Bag. Das heißt, wenn ihr einer von diesen Anlagen betreibt, kann es sein, dass die eine oder andere Sache, die ich jetzt vorstelle, gleich nicht passt. Vielleicht schon, müsste man selber überlegen. Also im Allgemeinen ist es eigentlich nur das, was ich so für mich erarbeitet habe, möchte ich mit euch teilen und jeder kann mal selber überlegen, ob es zu sich passt. Genau, fangen wir mit der Teilung an. Also offensichtlichste zuerst. Wenn wir sagen, da möchte ich auch nicht lange drauf eingehen. Also Malz schroten und die Anlage aufbauen, das Wasser abmessen und wer Wasseraufbereitung betreibt, natürlich schon mal die Salze vorbereiten und Co. Das kann man locker am Vortag machen, das muss man nicht am Brautag machen, wenn es dann natürlich logistisch passt. Also wenn man in der Küche braut und das dann zwei Tage vorher aufbaut, dann gibt es natürlich auch irgendwie Stress mit der Familie. Aber wenn es dann passt, auf jeden Fall vorher aufbauen. Ein wesentlicher Bestandteil für die Optimierung ist das Langzeitmaischen bei mir. Also ihr kennt es wahrscheinlich unter dem Begriff Übernachtmaischen. Im Prinzip ist es eine Kombirast in einem thermoisolierten Behälter. Ihr habt ja eben den Thermoport bei mir gesehen, den nutze ich dafür. Kombirast sagt wahrscheinlich jedem was, ne? Ja, also diese eine Temperaturstufe, wo Beta- und Alpha-Amylasen gleichzeitig wirken. Das heißt, wir haben den Maischner ein und maischen dann irgendwann einfach ab. Das Tolle hier dran ist, wenn ihr den isolierten Behälter möglichst konstant oder wenn er möglichst konstant die Wärme hält, könnt ihr sehr, sehr viele Stunden überbrücken. Das heißt, ihr könnt das Maischen von dem Läutern erstmal abkoppeln. Das könnt ihr halt so lange machen, bis ihr eine gewisse Temperaturschwelle nicht unterschreitet. Weil einige sagen 50 Grad Celsius. Andere sagen 60 Grad, also ich peile immer so 55 Grad an. Solange ich über 55 Grad bin, ist meiner Meinung nach alles okay. Darunter kriegen wir halt Probleme irgendwie mit Mikroorganismen, also irgendwie Laktos oder so. Könnte sein, dass das Bier sauer wird, wenn das zu lange unter dieser Temperatur ist. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber wenn man sich da ranwagt und das mal einfach ausprobiert, ein bisschen rumspielt, dann kriegt man dann ein Gefühl für, wie lange man hier die Temperatur halten kann. Dazu kommt noch die Info, dass also bei mir jetzt der Thermoport zum Beispiel, der hält, was habe ich geschrieben, nur, genau, einen halben bis ein Grad pro Stunde warm, also beziehungsweise das sagt er ab. Da kann man sich das selber ein bisschen ausrechnen. Wichtig ist, dass der komplett voll ist. Also macht den Thermoport komplett bis oben hin voll, dann Deckel drauf. Das muss man ein paar Mal gemacht haben, sonst passiert das Folgende. Wenn ihr nämlich ganz voll macht, den Deckel drauf, sippt euch alles raus. Das kennt bestimmt der eine oder andere schon. Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen, aber das kriegt man relativ schnell raus. Außerdem, diese Thermo,
Behälter, die verlieren die meiste Wärme an dem Hahn. Also wenn ihr da ein Problem habt, dass es zu schnell abfällt, dann isoliert den Hahn nochmal zusätzlich irgendwie mit einer Decke oder was man da machen kann. Ihr könnt den auch komplett, was ich auch schon gemacht habe, ist gerade im Winter, den ganzen Thermoport samt Maische in einen Gärschrank rein und den dann auf, was ich 30 Grad eingestellt habe, sodass dann das gar nicht von außen so richtig wirken kann, die Kälte im Winter. Genau, und wer von euch gerne Rezepte nachbaut, der stellt sich irgendwann die Frage, was mache ich denn, wenn ich eine mehrstufige Infusion habe? Da gibt es halt eine Faustformel, die habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, die nutze ich sehr häufig und die funktioniert 1A. Also wenn jetzt angenommen euer Rezept, was ihr nachbrauen wollt, eine Maltoserast von 30 Minuten hat, dann könnt ihr das durch 10 teilen, also verschiebt das Komma, zieht das von 70 ab, von 70 Grad Celsius und dann habt ihr in etwa so eine Anpeilung für eure Temperatur. Das kann man gut machen und das mache ich auch ewig so. Und ich behaupte mal, ihr werdet den Unterschied da kaum merken zu einer normalen mehrstufigen Infusion. Irgendwelche Fragen dazu? Ihr könnt mich gerne unterbrechen. Jetzt mache ich einfach weiter. Wenn man einmal das Equipment hat fürs Langzeitmaischen, also den Thermobehälter, dann kann man hingehen und den auch einfach für eine längere Pause nutzen. Also wenn ihr sagt, ich möchte mehrstufige Infusion fahren oder ich möchte Dekoktion machen, dann kann man sagen, okay, ich mache das am Vorabend vielleicht, ich fahre meine Dekoktion und Co., meine normale Maische und dann raste ich das einfach hier drin bis zum nächsten Morgen. Also so mache ich das zum Beispiel, wenn ich freitags, samstags morgens, was ich Vormittag 3-4 Stunden brauen möchte, dann mache ich am Freitag Vormittag eine mehrstufige Infusion oder Dekoktion, lagere das dann zwischen im Thermobehälter und dann am nächsten Morgen geht es dann weiter mit den nächsten Schritten. Lass mal kurz auf die Zeit gucken. Ja. Das nächste ist Batch Sparge. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Im Prinzip ist es, dass wir, also ihr kennt ja das vom normalen Fly Sparge, dass ihr im Läutereimer immer wieder Nachgüsse drauf gibt und guckt, dass der Thermobehälter, dass der Treber nicht trocken läuft. Hier ist es genau andersrum. Also wir lassen den Treber trocken laufen, bis er komplett trocken ist. Und dann geben wir den ganzen Nachguss, den wir haben, auf einmal rein, rühren um und dann machen wir nochmal eine kurze Läuterpause und dann läutern wir den weiter. Das ist halt super schnell, weil ihr müsst euch nicht, also das Bilden des Trebers ist nicht so super wichtig. Die Kanalbildung können wir mehr oder weniger ignorieren, weil wir das halt wieder aufwühlen. Und das ist halt eine super Zeitersparnis, für mich zumindest, weil du kannst auch Läuterruhen von 10 Minuten reichen aus, teilweise noch weniger. Das muss ich einfach nur absetzen und dann kann man schon loslegen. Und das Coole ist, ihr könnt den Hahn voll aufreißen, fast voll aufreißen. Also ich bin fast immer schon am Anschlag und das geht super schnell. Also so ein 25 Liter Thermoport habe ich, der ist in 25 Minuten ist der komplett durch. Und dann kann ich parallel schon anfangen zu kochen. Das ist ziemlich cool. Und was auch noch richtig toll ist, ist, wer von euch braut häufig am Wochenende so morgens? Wer fängt morgens an und dann über den Tag? Ja, wahrscheinlich die meisten. Also mir geht es dann auch immer, ich habe das auch ewig so gemacht. Und bei mir war das immer so, passend zur Mittagszeit ging es läutern los. Ja, dann hänge ich da, alles läuft schon, ich bin am Nachguss gucken und dann kommt die Frau rein und sagt, Essen fertig. Ja, komm mal rein, wir wollen jetzt essen. Dann hängst du da, ja, super, was machst du jetzt? Ne, mitten im Läutern geht nicht, totaler Stress. Also Läutern ist für mich einfach purer Stress, das war zumindest früher immer so. Und durch Batch Sparge kriegt man das so ein bisschen raus. Man kann den Hahn aufreißen, lässt das schön rauslaufen. Also im Prinzip könnt ihr den Hahn aufmachen und rausgehen. Ne? Dann kommt er irgendwann wieder, ist das Ding trocken gelaufen, dann haut ihr den Nachguss drauf, rührt um, könnt weitermachen. Das ist halt ziemlich cool, weil dann kann man den Läuterprozess auch nochmal aufteilen. Verschiedene Schritte. Die Frage ist, wie gibt es Daten, wie sich das auswirkt, unterschiedliche Läuterverfahren auf die Ausbeute? Interessante Frage. Die wird auch immer gestellt. Das Ding ist, einige behaupten, die Ausbeute ist schlechter durch Batch Sparge. Das kann ich nicht bestätigen. Und das, wenn man da auch recherchiert im Forum, hobbybrauer.de zum Beispiel, dann kommt man zum gleichen
zum gleichen Ergebnis. Also die meisten haben da keine großen Einbußen. Und bei mir ist es so, ich habe das einfach umgestellt, ohne an der Ausbeute zu schrauben. Also ich mache im Prinzip auch Benchmark, aber ich mache das im Braumeister. Ich ziehe einfach das Malz hoch und wenn das runtergelaufen ist, dann knall ich das drauf und das ist es dann. Also geht auch relativ schnell. Macht da keinen großen Aufwand. Das ist super schnell. Also den ganzen Nachguss dann drauf, oben rein. Ich habe 15 Liter Nachguss, gebe ich dreimal Nachgusswasser drauf und dann bin ich durch. Ja, cool. Das muss auch 20 Minuten oder 30 Minuten oder maximal. Nee, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da Flüssigkeit habe, voll Flüssigkeit draufstehen habe, dass ich die Flüssigkeit einfach besser um diesen Malzkörper auswäscht, als wenn ich da so ein bisschen Wasser drauf pinkle mit so einem Sprinkler oder so. Ja. Gefühlt. Also einfach mit 5 Liter immer oben drauf. Ja, ich habe so, das. Ja, so 5 Liter Eimer habe ich und schöpfe ich immer rauf und dann lasse ich es durchlaufen. Ja, interessant. Ja. Ähnlich. Also wer das so machen möchte, ist wichtig noch zu erwähnen, bei dem Umrühren mit der Kelle oder mit dem Paddel, müsst ihr aufpassen, dass ihr unten eure Läuterhexe nicht auffüllt, weil wenn die erstmal krumm ist, dann habt ihr nachher Probleme beim Läutern. Man muss ein bisschen aufpassen, das ist so ein bisschen Übungssache. Aber wenn man das einmal raus hat, dann ist das easy. Ja, und dann umstritten, aber ich mache es gerne, über Nacht kühlen, also das ist für mich einfach super einfach. Jeder, der mit Hobbybrauen anfängt, macht das erst so, einen Gäreimer rein, dann einfach abwarten und am nächsten Morgen anstellen. Ist halt super einfach und spart euch das Kühlen, wenn ihr jetzt nicht eine super komplexe Kühlanlage habt. Es gibt Anlagen, die kühlen super schnell. Ne, durchs Abseihen, durch Gegenstrom, also kommt dann 15 Grad raus, habe ich eben noch gehört beim Brauwolf. Wer sowas nicht hat, der kann das auch gut machen. Ne? Also dann einfach ab sein und bis morgen warten und anstellen. Natürlich, und das ist halt das größte Problem, es ist nicht super optimal, weil wir hier eine sehr, sehr lange Zeit in einer kritischen Phase, Temperaturphase für Mikroorganismen sind. Also das Risiko für eine Infektion erhöht sich dadurch deutlich. Es ist mir noch nie passiert, ich habe noch nie eine Infektion gehabt. Ich mache das super gerne so, weil es für mich einfach schnell ist. Das muss jeder so selber entscheiden. Das ist auch so ein bisschen Philosophie. Der eine will den natürlich gerne kühlen, hat auch natürlich andere Vorteile, in der Pfanne zu kühlen. Aber für mich ist das einfach das Einfachste. Ja, aber klar, wenn jetzt einer hingeht, ich habe meinen Malzeimer, meinen Hotbock, wo mein ganzes Malz drin lagert. Ja, Malz ist raus, weil ich es eingemeischt habe und da knall ich dann die Würze rein zum Vergären. Der muss sich dann nicht wundern, wenn er irgendwie eine Infektion kriegt, ne? Also man muss natürlich, damit will ich sagen, wer dann vernünftig arbeitet im Vorfeld, schön sauber und alle Punkte berücksichtigt, die es da zu berücksichtigen gibt, also alles desinfiziert und Co., dann sollte da eigentlich auch nichts passieren. Das ist meine Erfahrung. Zusätzlich hier noch erwähnt, mögliches Problem mit DMS, Dimethylsulfid, da komme ich gleich nochmal genauer drauf ein. Das ist halt das Fehlaroma nach Gemüse und Mais. Das ist hier ein Problem, weil wenn wir über 70 Grad Celsius die Würze abfüllen, das sollte man eigentlich sowieso, glaube ich, nicht machen bei diesen Dingern, bei diesen Kunststoffgefäßen. Aber wer es macht, der hat halt die Temperatur eine gewisse Zeit über 70 Grad eventuell und da könnte DMS nachgebildet werden. Da gehe ich aber gleich nochmal detaillierter darauf ein. Was auf jeden Fall ein Lesson learned ist, ist der Unterdruck. Weil wenn so ein Behälter sich abkühlt von, was weiß ich, 70 auf 20 Grad, dann entsteht ein unglaublicher Unterdruck. Und wenn ihr das so macht wie ich mit so einem Blow-Off-Tube, zieht euch das ohne Scheiß die ganze Flüssigkeit da rein. Das ist unglaublich, das glaubt man nicht. Das muss man einmal gemacht haben und dann weiß, also wenn... Hast die Sudausbeute gesteigert. Ja, genau. Ja. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, wenn da irgendwie die Fruchtfliegen drin schwimmen und du ziehst sie alle mit rein. Ja, und vor allen Dingen macht bloß nicht den Fehler und verschließt das Ding luftdicht. Also da gibt es Fotos im Internet ich wusste gar nicht, dass man so ein Ding so zerbeulen kann. Also da steckt eine Kraft hinter, unglaublich. Also da unbedingt drauf achten. Ja, das war es so um die Teilung des Brauprozesses, also Maischen raus und Vergärung raus. Und jetzt geht es darum, die einzelnen Prozesse ein bisschen zu optimieren. Also erst einmal das Maischen. Eiweißrast kennt ihr ja, das Thema. Die einen machen es gerne noch, die anderen nicht. Und es kommt natürlich auf die Situation an. Aber in sehr, sehr vielen Fällen könnt ihr die Eiweißrast weglassen.
weil es einfach heutzutage mit den gelösten Malzen nicht mehr nötig ist. Ihr habt dadurch, dass sie halt vorgelöst sind, habt ihr genug Farn im Bier. Also der Vorteil von der Eiweißwasser ist halt, dass sie die Hefenahrung erzeugt. Farn, also diese freien Aminosäuren, oder wie es heißt, erzeugt, damit die Hefe nachher besser arbeitet. Und das braucht man in der Regel heute nicht mehr. Es gibt halt ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ihr ungelöste Malze nutzt, wenn ihr zum Beispiel auch Rohfrucht nutzt, viel Rohfrucht einsetzt, sollte man da vielleicht drauf achten, weil da weniger Farn ist. Oder wenn ihr zum Beispiel eine ganz zickige Hefe habt, wo ihr vornherein schon irgendwie Angst habt, die anzustellen, keinen Bock. Ich habe auch hin und wieder mal so, da weiß ich im Vorfeld, die Hefe, die zickt sowieso wieder rum, da muss ich irgendwas machen. Da weiß ich schon, okay, ich mache eine Eiweißrast. Oder alternativ, und das funktioniert auch sehr, sehr gut, ist die Eiweißrast einfach wegzulassen und dann kauft man sich diese Hefenahrung selber und gibt die nachher beim Kochen rein. Also man kann das auch als, ich sag mal, Additiv nachher noch reinknallen beim Kochen. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, kann ich nachher nochmal raussuchen. Kannst du aber alternativ zum Hefenährstoff, kannst du auch Hefe mitkochen. Hefe mitkochen? Ah, okay. Guter Hinweis. Ah, cool. Dosierung? Also ich nehme bei 30 Litern, nehme ich so ein bisschen so gut, also wir haben einen guten Teelöffel, Ach, cool. Ja, gut. Aber wie gesagt, mitkochen, damit die nicht tot ist. Ja, logisch, okay. Ja, okay, cool. Gut zu wissen. Dann weiß ich ja, was ich mit meinen Hefereste mache. Ja, und vor allen Dingen baut die Jodprobe wieder ein. Ne? Aus eigener Erfahrung kenne ich das, irgendwann lässt man es einfach weg, wenn man weiß, man kriegt einfach ein Gefühl dafür, wenn das jodneutral ist. Aber wenn man einfach kontinuierlich, also ich mache es jetzt immer so, nach 10 Minuten mache ich die erste Probe, die ist natürlich dann häufig noch nicht jodneutral, aber dann nach 5 Minuten weitere und dann ist es häufig schon durch. Ja, also das kommt immer auf den Sud an, ne? Also häufig dann noch 20 Minuten oder noch länger, aber ich habe mir angewöhnt so 10, vielleicht auch mal 50, ich gucke da nicht genau auf die Uhr. Aber ich fange einfach sehr früh an, diese Probe zu machen, das geht ja ratzfatz. Und dann weiß ich, okay, ich kann es schon mal beenden. Also wie eben schon gesagt, bei Maischen kann man relativ wenig optimieren. Das sind immer so kleine Dinger, die sich dann vielleicht zusammen zum bisschen mehr zeigen. Das ist ja auch da schon, wenn die Maische so aussieht wie hier, dann kannst du damit ausgehen, das ist schon jodnormal. Das meine ich vorhin, ja. Hast du das erst so wie Kokosmilch? Mhm. Das ist auch wunderschön beim Baum, hast du einen Punkt. Ja. So wie du um den Siebpunkt durchkommen siehst, dann kannst du sagen, es ist Verzuckung durch. Ja. Gut, aber beim normalen Maischen, weil man früher, wenn ich Weinkocher gebraut habe, war ich unschlüssig, wenn ich jetzt so eine Probe da rausnehme, muss ich da reine Flüssigkeit haben oder dürfen da Körner mit drin sein? Und welchen Einfluss hat das auf das Ergebnis? Ist egal. Ich nehme da auch einfach irgendwas raus, dann ist da immer was dabei. Ich kriege das gar nicht so vernünftig hin. Also ich weiß nur, dass es viele gibt, die einfach nicht wissen, wie eine Jodprobe aussieht. Ja? Und denen sage ich einfach, nimm einfach ein bisschen Haferflocken, ja? Haferflocken auf den Teller, ein bisschen Wasser, 5 Minuten stehen lassen, dann Jod rein. Dann siehst du, das ist total offensichtlich. Ja. Schön blau, damit man einen Unterschied sieht. Ja. Ja, das ist wichtig, stimmt. Aber ich sag dir, wenn du nach 10 Minuten das machst, dann hast du in der Regel auch häufig noch Schwatt. Ja, Abmaischen, auch so ein Thema. Also ich maische mal 76, die Temperatur ist eigentlich egal. Die Frage ist, sollen wir abmaischen bei der höheren Temperatur oder nicht? Das ist auch immer, der eine macht es gerne, der andere nicht. Ich sag mal so, wenn ihr ein Bier braut, wo ihr vornherein wisst, das ist läutertechnisch kritisch. Wenn ihr zum Beispiel bei mir, bei der HB-Korn habe ich ein dunkles Weizen eingereicht mit 70% dunklem Weizenmalz, 10% Roggenkaramalz und das war alles Entspelz, also 80% entspelztes Malz. Das hat Spaß gemacht, ja, könnt ihr mir glauben. Ich habe zwar noch Reisspelzen reingeknallt, aber trotzdem war das die Hölle. Aber bei solchen Maischen mache ich zumindest immer so, dann gehe ich auf die höhere Temperatur, da wird es einfach weniger viskos und es läutert besser. So zumindest die Theorie. Ich denke mal, das passt so. Ich habe schon mal probiert, dass ich überhaupt keine Verzuckerung mache, sondern gleich auf 78 hochheiz, dann umschöpfe in Thermopod und dann muss der die Leute rasthalten. Und in der Zeit hast du ja eigentlich auch Verzuckerungsrast. Die Temperatur sinkt dann durchs Umschöpfen und so weiter. Das ist vielleicht bei 74 Grad oder so,
und kannst dann eigentlich die Verzuckerung in den Thermopod. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Das muss ich nochmal überlegen. Das ist cool. Das natürlich nicht zu hoch gehen mit der Temperatur, sonst sind die Enzyme. Ja, ja. Aber gut, ich meine, wenn ich sage, ich maische sowieso nicht bei 78 ab, aus gewissen Gründen, dann kann ich ja, das ist eine gute Möglichkeit. Dann mache ich die Maltoserast, heiz hoch auf 74 oder so und dann in den Eimer. Brauche ich gar nicht warten. Muss eh irgendwie sein. Du brauchst auch keine Jodprobe machen wahrscheinlich, weil dann hast du das alles sowieso nach 20, 30 Minuten. Ja, vielleicht doch. Vielleicht sollte man da noch eine einbauen am Ende. Ja, aber gut, guter Hinweis. Die Entschüttung, die du beschrieben hast jetzt bei deinem Weizen, kann sonst mit Brewen im Bag, bist halt da auch relativ unempfindlich gegenüber solchen Schüttungen. Halt. Ja, das stimmt. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Mhm. Ja, Abmaischrast gibt es nicht. Also das gibt's, in Rezepten gibt es das zwar, aber nicht. Also das könnt ihr euch schenken. Also behaupte ich jetzt mal. Das habe ich so gelernt. Also im Prinzip, warum es in Rezepten häufig drinsteht, ist, weil die Leute, gerade wenn man relativ neu ist, häufig die Läuterruhe damit abbildet. Also sie sagen dann, ich mache, weiß nicht, 10 Minuten Läuterruhe oder so und dann schreiben sie damit ins Rezept als Abmaischrast. Das habe ich schon häufig so gesehen. Aber wie gesagt, Maischen ist eher uninteressant, da kann man wenig optimieren. Wo es viel Zeitersparnis gibt, ist beim Kochen. Und zwar ist es wirklich so, dass für 45 bis 60 Minuten Kochzeit vollkommen ausreichend ist. Es einige behaupten, 30 Minuten reichen aus. Und das ist natürlich schon, 30 Minuten ist schon heftig. Also ich habe mich so bei 45, 60 Minuten eingependelt, fahre damit sehr gut. Auch die Amis machen das fast ausschließlich, glaube ich. Dadurch haben wir natürlich andere Faktoren. Also einmal, wer jetzt viele Rezepte nachbraucht wieder, der muss die IBUs umrechnen, ist logisch, weil es dann halt auch kürzer kocht. Das Bier wird in der Regel heller, weil es ja einfach nicht dunkler wird über die lange Zeit. Aber ganz ehrlich, also wenn ich ein Bier dunkel brauen will, kriege ich es dunkel. Ja, aber wenn ich ein helles brauen will, dann habe ich manchmal meine Probleme, es hell zu kriegen. Das heißt, das ist eher für mich ein Vorteil, kürzer zu kochen. Was jetzt fehlt ist, die Karamellisierung wird natürlich auch weniger. Also man muss da ein bisschen auf den Stil gucken. Wenn man sehr starke Biere hat, kann es sein, dass es tatsächlich sensorisch auch einen Unterschied macht. Habe ich aber selber noch nicht so festgestellt. Also ich, wie gesagt, mache das jetzt immer so. Da fahre ich sehr gut mit. Und das Coole ist, es ist super einfach, Zeitersparnis. Rezept von 90 Minuten auf 30 oder auf 45 runter, mal eben eine halbe Stunde eingespart. Ja, und das kann halt einfach jeder machen. DMS im Hauptfokus. Also wenn wir jetzt hier die Kochzeit reduzieren, kann man ja annehmen, okay, dann dampfen wir weniger DMS aus. Haben wir da irgendwie ein Problem? Ja, nein. Das ist halt die Frage. Ne? Eine lustige Anekdote dazu. Ich hatte auf der HBCon hatte ich mit Olli von Braupartner gesprochen. Der war auf so einer Brauereitagung. Und da ging es dann darum, die Brauerei energieeffizienter zu machen. Also die wollen einfach Energie sparen aus den heutigen Gründen. Und da gibt es tatsächlich den Ansatz, Kochpausen einzulegen. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört, Kochpausen? Für mich war es auch neu. Da geht es darum, die kochen zum Beispiel 60 Minuten, aber 40 Minuten davon nicht sprudelnd, sondern wir halten wirklich nur 90, 95 Grad über 40 Minuten für die Isomerisierung und auch für die Eiweißkoagulation. Aber 10 Minuten am Ende des Kochvorgangs reichen wohl angeblich aus, um das DMS unter die Wahrnehmungsschwelle zu drücken. Das fand ich super spannend und ich meine, diese Kochpausen helfen uns jetzt hier nicht bei dem Verkürzen der Zeit, aber das heißt ja in etwa, da gibt es auf jeden Fall, ja. Das heißt, die lassen es nur am Ende sprudeln? Ja, 10 Minuten am Ende. Und das würde ja fast, dann kann man, wenn man jetzt hier überlegt, auf 60 runterzugehen oder auf 30, das würde dann ja schon wieder plausibel klingen, ne? Ja, genau, also DMS ist ja so, ich weiß nicht, das ist ja so, ihr habt eine Vorläufersubstanz im Bier oder in der Würze und daraus wird das ja bei einer gewissen Temperatur gebildet und das wollen wir dann wieder ausdampfen. Das ist ja quasi der Schritt und ihr werdet immer DMS im Bier haben. Die Frage ist nur, ob ihr diese Wahrnehmungsschwelle von 100 Mikrogramm pro Liter, glaube ich, unterschreitet, weil dann nehmt ihr es nicht wahr oder ihr seid drüber, dann habt ihr es im Bier. Und dazu gibt es halt, das hatte ich mir irgendwann mal, das hatte ich auch auf dem Blog veröffentlicht, kennt ihr vielleicht, es gibt halt Komponenten, die das verstärken und abschwächen.
Kürzer kochen ist natürlich ein Thema, hatte ich ja gerade erwähnt, aber helle Malze zum Beispiel haben mehr von dieser Vorläufersubstanz, die führen dazu, dass wir mehr DMS eventuell im Bier haben. Und also das müsst ihr mal wie so eine Waage sehen. Ja? Whirlpool-Hopfen zum Beispiel ist so, dass ihr ja bei 80 Grad häufig den Whirlpool macht, seid also eine gewisse Zeit über 70 Grad. Über 70 Grad bildet sich DMS neu. Das heißt, in der Zeit, wo ihr den Whirlpool wartet, auf die Aroma-Ausbeute, kann neues DMS erzeugt werden. Über Nachtkühlen hatte ich vorher schon gesagt. Und Hopfenbomben klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch hier an der Stelle. Es ist so, das hatte ich im Internet gelesen, in so einem Paper, ich weiß jetzt nicht mehr genau, dass es wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass ein hoher Linalol-Anteil im Bier, also die Leitsubstanz fürs Hopfenaroma, ein hoher Anteil vom Linalol dazu führt, dass diese Wahrnehmungsschwelle abgesenkt wird. Das heißt, das DMS ist eher wahrnehmbar bei Hopfenbomben. Ob das jetzt für das Hobbybrauer relevant ist, aber wenn wir da jetzt richtig reinballern und so, das kann ich jetzt nicht nachweisen oder nicht, habe ich keine Erfahrung dazu. Das ist halt so das Wissenschaftliche, was ich rausgefunden habe dazu. Und als Gegenpol natürlich länger kochen, mehr DMS austreiben, dunkle Malze haben weniger Vorläufersubstanz, Würzekühlung ist logisch. Und obergärig ist nochmal interessant, weil obergärige Hefen ja in relativ kurzer Zeit viel ausgasen, kann es dazu führen, dass auch DMS wieder neu ausgegast wird, im Gäreimer quasi. Und wenn man jetzt in Richtung Quaik guckt, macht das durchaus Sinn, da das als Faktor noch mit einzubeziehen. Also das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr hier alles von der einen Seite macht, ja, ihr kürzer kochen, alles ein richtig helles Bier, Whirlpool-Hopfung über Nacht und Hopfenbomben, dann kann es unter Umständen sein, dass ihr diese DMS-Geschichte wahrnehmt. Ich habe es noch nie gehabt bei mir, oder zumindest behaupte ich selber von mir, ich kann es ja nicht, ich bin ja kein Biersommelier oder so, aber das ist mir nie aufgefallen, dass ich da irgendwie ein Fehlaroma drin habe. Also das kann man wohl so machen. Fragen dazu noch? Ich muss gleich mal kurz gucken, das ist glaube ich das Letzte. Also Vorderwitzesud, das hatten wir jetzt gerade fast schon angesprochen, beim Malzrohrsystem Sack rausziehen und den quasi abtropfen lassen, dann bist du durch. Ja, das ist ja quasi wie so ein Vorderwitzesud. Das kann man auch super machen. Ich mache das ganz gerne, wenn ich experimentelle Sude mache. Das heißt, ihr gebt einfach gar keine Nachgüsse mehr. Ihr macht das quasi wie beim Batch-Sparge, Hahn voll aufreißen. Da kann man sogar da kannst du wirklich voll aufreißen. Das mache ich zumindest so. Dann bist du innerhalb von 20, 30 Minuten mit dem Läutern durch und parallel kannst du aufheizen. Das spielt total in sich ein. Du hast also die Würze schon am Kochen und dann kommt noch der letzte Rest so nach und du hast schon locker eine Stunde oder so eingespart. Das Ganze aber zulasten unserer Sudhausausbeute. Und das ist nicht nur ein bisschen, das ist viel. Weil wenn du 40-45% Ausbeute, das ist bei mir 50% mehr Malz reingeben. Das ist natürlich umwelttechnisch auch nicht so spannend. Ne? Und vor allen Dingen merkt man das dann auch finanziell, wenn man das regelmäßig macht. Das muss man halt im Auge behalten. Und was auch wichtig ist zu wissen, ihr seid natürlich dann bei einer normalen 20-Liter-Anlage kriegt ihr keine 20 Liter Bier mehr raus. Weil der limitierende Faktor einfach der Thermobehälter ist. Das wird, glaube ich, beim Malzrohrsystem ähnlich sein. Also ich mache sowas Ähnliches, zwar nicht im Bag, sondern im Korb, ja. Aber ich komme auf 59%. Dann wirklich. Das heißt, du ziehst den Korb aus dem... Ich ziehe den raus, mache aber dann noch immer so einen Liter Nachguss. Also ich ziehe den Korb hoch. Und dann noch mal ein bisschen drauf. Ja, das ist interessant. Also in der Gruppe, da macht einer auch einen Braumeister nur noch Malz raus, die gar keinen Nachguss mehr machen. Ja, also ein Liter, weil ich denke, vielleicht ein bisschen kommt es noch raus. Oder? Das ist spannend, das könnte man theoretisch in so einem... Ich komme auf 99%. Das ist cool, das müssen wir uns vielleicht nachher nochmal drüber unterhalten. Das würde mich mal genauer interessieren. Weil das würde ja bedeuten, dass du mit diesem einen Nachguss da quasi den ganzen Rest rauskriegst. Weil du kriegst ja mehr mit der normalen Maische auch nicht hin. Ach, mit dem normalen Läutern. Ich ziehe den Korb hoch, mache den Nachguss, dann wird der lange Handschuh angezogen, nochmal ein bisschen drauf gedrückt. Ja, okay. Streichelst du mal ein bisschen. Streichel. Ja, habe ich verstanden. Ja, cool. Lass uns gleich nochmal drüber reden. Das würde mich mal im Detail interessieren.
So, wir sind auch gleich schon durch von der Zeit her. Ja, ich habe noch einmal so, wie ich das jetzt immer mache. Also, wie gesagt, das ist alles nur Erfahrungssachen von mir. Und jeder muss halt selber überlegen, wie er sich das zusammenbastelt, ob er überhaupt da was von übernimmt und welche Teile. Also bei mir ist es jetzt immer so, ich mache am Vorabend bereite ich alles vor. Ich habe die Brauanlage steht natürlich schon da, das ist der Vorteil, wenn man das stationär hat. Aber zum Beispiel das Wasser auslittern und die Salze abmessen, abwiegen und alles, ja, es ist einfach alles fertig. Wenn ich morgens, Kind ist in der Kita, ich habe ein bisschen Zeit morgens, gehe ich in die Brauerei rein. Und das Wasser ist auch schon heiß, also ich brauche wirklich nicht mehr in den Knopf drücken, das ist alles fertig. Ich meische das ein, mache vielleicht noch hier nach einer gewissen Zeit noch einen pH-Messung. Mache ich auch nicht immer, aber wenn ich jetzt mal so ein Bier für mich für Couch brauche, dann mache ich nicht mal einen pH-Test. Aber wenn ich jetzt hier was einreichen würde, dann macht man das schon mal. Aber im Prinzip relativ simpel, also dann gehe ich arbeiten, den ganzen Tag ist das im Thermobehälter und am Abend, wenn das Kind ist im Bett, keine Ahnung, ich habe Freizeit, dann reiße ich entweder den Hahn komplett auf, mache vor der Witzesud oder mache dann halt so einen Batch-Sparge, 30 bis 60 Minuten der erste Part, sage ich mal, dann parallel, es geht natürlich einher, so ein bisschen kochen, reinigen und desinfizieren der Gärausrüstung, auch nochmal maximal 60 Minuten. Und am Ende kühle ich es auf unter 80 runter, mache den Whirlpool. In der Regel kühle ich es dann auch noch mal ein bisschen tiefer runter, dass es nicht zu lange sehr heiß ist. Aber mit Abseilen und Reinigen sind es dann 60 Minuten noch mal am Ende. Und dann bin ich fertig. Dann ist die Brauerei sauber. Ich habe das Bier ich habe die Würze im Gäreimer und dann warte ich einfach bis morgens und gebe die Hefe drauf. Das ist quasi mein, ich sag's mal, Braublock, weil es ist ja eigentlich kein ganzer Tag mehr. Den schiebe ich dann jetzt irgendwann unter der Woche ein. Dauert 2,5 bis 3 Stunden und damit komme ich einfach wieder häufiger zum Brauen. Es ist zugegebenermaßen nicht die höchste Wissenschaft, was jetzt irgendwie Brauwesen angeht. Aber für mich, ich muss mein Hobby nicht vernachlässigen, nur weil ich keine Zeit habe, sondern ich kann dem nachgehen und auch mit meiner Familie Zeit verbringen. Das ist ist sehr wertvoll. So, dann habe ich noch so als Lückenfüller für ein Ende, warum habe ich keinen Brew in the Bag? Ganz einfach, weil ich nicht der Typ dafür bin. Ja, das ist irgendwie nicht meins. Ich habe es mal ausprobiert, es hat mir nicht gefallen. Ich habe auch keine Lust, da irgendwie diesen riesen Sack da rauszuschleppen oder ein Seilzugsystem zu bauen. Das ist irgendwie nicht meins. Aber wir haben es ja gerade eben schon gehört, das ist auch eine sehr, sehr gute Zeitersparnis. Also wer da die Muße hat, das zu machen mit dem Sack, der kann auch gerne im Sack maischen. Alles geht sehr schnell. Automatisierung hatte ich eben auch schon angeschnitten, nur zum gewissen Grad. Also wer natürlich da alles automatisieren will, das geht auch irgendwie. Aber es soll natürlich auch Spaß machen. Das heißt, für mich ist eher Automatisierung, was ich gerade gesagt habe, dass ich morgens in die Brauerei komme, das Wasser ist schon heiß, ich kann einmeischen, vielleicht noch die eine oder andere Maische automatisieren, aber das war's auch. Also ich will jetzt noch das Umschütten und so, das mache ich alles noch per Hand. Genau. Und dann Aufhaltszeiten reduzieren, könnte man noch drüber nachdenken. Also zum einen natürlich durch Automatisierung, dass es fertig ist. Zum anderen, wer jetzt gerade in höheren Klassen arbeitet, 70 Liter sag mal, auf einer Handy aufheizen muss, der braucht ja ewig. Also glaube ich zumindest. Weil es bei mir ja schon relativ schnell lange dauert und da kann man dann mal irgendwie nachdenken, ob man sich nicht fürs Kochen eine andere Energiequelle holt, wie einen Gaskocher oder sowas. Das ist einfach diese Wartezeiten zwischen den Prozessen einfach zu optimieren. Ja, und als letzter Punkt einfach das allgemein, eigentlich gilt das für alle Sachen, die im Hobby sind, also Hefebank zum Beispiel, da kann man sich auch ewig mit beschäftigen. Man muss sich einfach, das habe ich für mich so entschieden, man muss sich halt gewisse Sachen fragen, ob man die nachher noch machen möchte, weil die auch wieder zeitintensiv sind. Also das Hefebanking macht super viel Spaß. Ich habe da echt, als ich damit angefangen habe, war ich da richtig gehypt, habe da alles irgendwie hochgezogen und war irgendwie erstaunt, dass man aus so einem Fitzel dann nachher so einen riesen Starter da hat. Aber es kostet auch wieder Zeit und man kann sich da die Frage stellen, ob man das nicht einfach zukauft.
Ja, so mache ich das nämlich jetzt immer. Ich kaufe mir die Hefe und mache einen Starter mit der Kaufhefe und das reicht mir dann aus. Das sind so Kleinigkeiten, die dann auch dazukommen. Aber wenn man viele Kleinigkeiten hat, hat man in Summe auch wieder Diskussionspotenzial, wenn man die ganze Zeit da irgendwie sein Hobby nachgeht und nichts anderes mehr macht. Das heißt, das hilft da auch schon. Hefe kannst du aber schon mal, wenn die Kinder schlafen, eigentlich abends. Das kann man immer schon dann füttern. Ja, das gehört jetzt nicht zum Brautag als solches. Aber wenn du, ich sag's jetzt mal überspitzt, wenn du eine Woche lang nur mit dich mit Hefe abends beschäftigst, die andere Woche brauchst und dann abfüllst, dann bist du gar nicht mehr irgendwie bei der Frau, dann bist du nur noch in deiner Brauerei. Und dann solche Sachen muss man natürlich auch mal irgendwie berücksichtigen. Ne? Ja, genau, das dazu. Das war auch schon mein Vortrag. Einmal noch so ein Take-Home für euch. Also es ist super geil, wenn ihr Zeit habt zu brauen, nutzt die Zeit, also es macht super viel Spaß. Ich würde gerne wieder volle Brautage jede Woche machen. Ist einfach geil, also ich beneide jeden drum, der das hat. Die Kinder werden größer. Ja, ja, genau. Die Playstation in die Brauerei und dann heißt es zum Gast. Ja, richtig. Genau. Wer halt nicht dazu kommt, der soll das Hobby nicht schleifen lassen. Also nutzt die Möglichkeiten der Optimierung, auch wenn die nicht optimal sind und vielleicht hier und da fragwürdig sind, was weiß ich. Aber nutzt, also anstatt gar nicht mehr zu brauen, nutzt die Sachen und baut halt einfach dann anders. Danke für eure Zeit. Noch irgendwelche Fragen oder wollen wir noch was diskutieren? Wie viel haben wir denn? Ja, ein bisschen Zeit. Also das Thema Automatisierung ist schon interessant. Ich glaube, ich habe jetzt die 5. Brausteuerung gebaut. Und das Interessante ist immer, dann hast du das automatisiert und dann stehst du die ganze Zeit dabei und guckst, ob die Brausteuerung funktioniert. Ja, das stimmt. Ich habe sogar so eine kleine Kamera mal dahingestellt. Da kann ich auf dem Handy mal gucken, ah, das dreht sich noch. Weil das ist böse, ne? Wenn das Rührwerk ausfällt während des Maischens. Kannst du eigentlich weghauen, ne? Wenn ich weiß, es geht alles, muss trotzdem nicht mehr bestimmt. Ja, allein schon zum Trinken, ne? Muss ja irgendeinen Grund haben. Ja, aber Automatisierung, ich denke, ich mache das auch, es wird über die Automatik wird das Wasser morgen schon aufgeheizt und so weiter, dann klingelt mein Wecker, dann kann ich schon einmischen und dann kann ich wieder ins Bett legen. Im Baumeister? Ja. Okay. Ja, gut, da habe ich noch eine WLAN-Überwachung drin und mit der Webcam wäre noch eine gute Idee. Wenn man noch im Bett liegt. Dann. Das ist aber ziemlich nerdig, also ganz ehrlich. Kannst du unterwegs quasi? Ich war froh, ich habe mal was bestellt. Ich zapf's einfach direkt mal was ein. Bierbeef holen, ja. Ja, aber das Aufheizen dauert ja auch schon relativ lang. Ja, eben. Und wenn du um 5 Uhr morgens das aufheizt, ist das fertig dann. Ja. Ich fahre da immer zum Bäcker unterwegs. Und ja, dann weiß ich, wenn ich zurück bin. Aber dann bin ich eigentlich meistens schon um 11 Uhr eigentlich so fertig und dann geht es nochmal um sauber machen. Und okay, dann schlafe ich lieber ein bisschen. zu dem Abkühlen über Nacht. Ja. Also, wenn ich unentgeltlich brauche, da habe ich gar keine andere Chance. Ich kriege das nicht auf 110 Grad innerhalb des Tages an. Ja, das stimmt. Ich tue das dann in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag bin ich dann irgendwo da in dem Bereich. Ja. Also 40-50. Ja, 50 ist schon. Und ich habe schon einen ganz guten Kühlschrank. Der Molly gebraucht 270 Liter, aber das Abkühlen hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert oder so. Ja gut, der andere braucht nur eine Kühlmaschine. Ja. Kühlen ist beim unterjährig Braun total wichtig. Ja. Also, wenn ich so zwischen 30 und 35 Liter Ausschlag habe, das kühlt dauert ewig und ich habe halt eine Kühlspirale und ich kühle bis, was weiß ich, 15 Grad mit Leitungswasser und danach halt in Kreispumpen mit Eiswasser, aber selbst dann, es dauert ewig und du musst immer rühren, weil wenn es einfach einen Kühler reinstellst und lässt es einfach laufen, das dauert noch länger. Also es geht eigentlich im Baumeister ganz gut, weil er eine Pumpe hat. Also ich mache das immer so, ich lasse die Pumpe voll laufen und dann mache ich im Prinzip, wie heißt das, also ich schalte das aus, die Pumpe,
und lass es dann nochmal absetzen, eine halbe Stunde. Bei 20 Grad. Okay, weil ich gedacht habe, weil dann will ich mal wieder alles ja, auf. Das ist mir scheißegal. Und, aber am Ende sackt das Ganze, schwebt halt alles runter. Mhm. Und lasse ich eine halbe Stunde stehen und dann kann ich mit 20 Grad abziehen. Also wenn es abgekühlt ist. Wenn es abgekühlt ist. Ich mache also kein Hot Whirlpool, sondern eigentlich so ein Cold Whirlpool. Okay. Da gibt es ja auch die zwei Philosophien, halt kühlen noch in der Pfanne oder halt kühlen schon ja. im Gärbehälter. Ich habe für mich, war so eine Mischung das Beste, wo ich sage, ich kühle halt auf 50, 40 Grad, was schnell geht, noch im Topf, ziehe dann rüber in den Gärbehälter und dann kann ich die Spirale dort reinigen und kann halt nebenbei schon sauber machen, weil sonst wartest du die ganze Zeit noch auf den Topf, bis er halt gekühlt ist, bis es mal runtergekühlt ist und sitzt halt auf, wartest, dass du endlich umkühlen kannst und kannst halt nicht sauber machen weiter. Ja. Ich glaube, das ist das Hauptargument, das wäre jetzt bei mir auch. Ja, weil viele haben halt gesagt, gut, dann hast du den Kühltrupp halt mit dem Gärbehälter, aber das war mir auch egal, ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Und du kannst halt parallel dann halt schon den ganzen Mist wegräumen. Gibt auch noch Gärbehälter auch und so eine Spitze. Ja, eben. Und also, wo der da liegt. Fand ich für mich gut. Kühlen mit der Hydra, ja. 30 Liter in 12 Minuten runter. Ja, das ist unglaublich, ne? Regenfast dabei? Ich muss immer hier mit Brauwolf unterhalten, von der hier gerade die Schaubrauen macht. Der macht das, der seit ab, also nach dem Korn seit ab durch was ich sein Kühlsystem kommt 15 Grad nach hinten raus. Der braucht gar nicht warten, also dreht den Hahn auf und kommt richtig raus. Ja, aber ohne Pumpe dann oder was? Nee, mit Gegenlauf und so. Musst du mal. Das musst du mal fragen, weiß ich jetzt nicht genau. Eben kurz. Das war's mal Platz. Das ist ein Scheiße. Schon das geht zurück. So, das bestellt man, wenn man betrunken ist. In der Winter ist das noch. Aber es geht halt so als Sprung. Und dann habe ich das gleich noch. Das soll es so halt heiß ja, gut, ich muss mal. Das ist mal okay. Dann nochmal danke, für, dass ihr alle da wart. Und ich denke mir, jetzt gleich kommen auch schon die Nächsten. Also wenn ihr sitzen bleiben wollt. Vielen Dank.